Na gut. Hier habe ich übrigens die richtige Kombination für die anderen beiden Dinger auch nie rausgefunden. Die ist auf der anderen Seite. Solange, also solange es nicht wieder die Todesorbs oder die Todesfledermäuse sind, dürfte ich hier eigentlich klarkommen. So, hier ist nichts mehr gewesen. Das haben wir schon betätigt. Den haben wir auch schon betätigt. Wo falle ich eigentlich dahin? Wenn ich hier irgendwo runterfalle. Ich bin ja bis jetzt hier nirgends runtergefallen. Ach nee, da lande ich irgendwo hier in dem Bereich jetzt. Nein. Das hat nichts gemacht. Das hat auch nichts gemacht. Hat das was gemacht? Weder hier noch hier. Und auch hier nicht. Au. Okay. Nur eine leere Kiste. Ah, ein Orb of Doom. Au. Ja, ist mir gerade egal. Ob das jetzt eine Weile dauern könnte. Hauptsache, es ist tot. Wie zum Geier kommt man dahin?
Ich weiß das jetzt gerade ehrlich nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich war da auf jeden Fall schon mal. Ups. Das war zu langsam. D bringt mich da. Ich glaube, ich habe da so ein Gefühl. Nein. Wisp-Shift. Hoffe ich jedenfalls mal. Das bringt mich nach oben, nach hier. Ich will aber da hoch. Also den ganzen Weg außen rumlaufen. Quick Battle. So, dann nehme ich einfach mal und bringe mal den Sack hier mit dem Zeug nach oben. Wobei ich eh alles eher in die Horus-Minen transportieren sollte. Aber nö, sehe ich gar nicht ein. Ja, das mit den Dings, Crown of and Sword, for Demon of Ancient Times. Ja, nope. Und so. Habe ich noch was hier? Nein, okay. Dann Schädel, wir haben jede Menge Schädel. So, und Rezepte. Gut. Ich muss jetzt noch eins nach oben. Das müsste hier sein. Die. Ja, genau, das ist die Wisp-Shift. Okay, ich habe den Weg für die Türe gefunden. Und ich bin gerade zu blöd, durch den Teleporter zu gehen.
Ja. Falsche Richtung. Das ist nämlich dieser Wisp-Shift hier. Essen. Essen und Kräuter. Ein bisschen was von dem Essen sack ich einfach mal ein. Also was fleischig ist. Weil unten bei dem anderen Atoll of Light gab es ja noch ein Rätsel, wenn man Fleisch und Knochen in die Nischen legt, dass was passiert. Also ja, in... Shadowlight Divide. Ja, Wound Wounds. I know too such. The Philosopher's Stone can be created if you... If flesh and bone are placed into the six alcoves. Mhm. Genau, den Philosopher's Stone. Dafür brauche ich Fleisch und... Fleisch und ja, Fleisch und Knochen. Da ist der Weg weiter nach oben. Ich war aber zum Beispiel hier noch gar nicht drin. Ich habe aber weder das Tor noch das Tor geöffnet. Nicht da lang, da lang. Hi. Das ist auch gemein, man sieht nicht, wo das Vieh hinblickt. Okay, den Schmerz kann ich mir leisten. Und ja, hierfür habe ich ja auch was. Gut, ich habe ein Wasserloch gefunden. Ja, toll. So, hier ein Quicksave. Da gehe ich ganz kurz mal hoch. Spicken. Hm. Ich bin jetzt nicht ernsthaft auf einer. Nein, ich bin hier. Okay. Okay, okay. Damit komme ich klar, damit kann ich arbeiten. Aber es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal.